Hallo, willkommen zu unserem Organic-Training. Gedacht, um den Körper gesund zu halten und mit ihm liebevoll umzugehen. Und jetzt, heute gehen wir auf ein paar Dehnungen, die wir wirklich in 10 Minuten machen können. Und die ganze Wirbelsäule wird sich sehr bedanken. Und wenn dir das Video gefällt, dann abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du für das nächste Video auch sofort weißt, hey, es ist etwas Neues gekommen. Und jetzt gehen wir dorthin. Zuerst spür deine Füße am Boden. Ah, spür den Kontakt mit dem Boden. Und mach eine tiefe Einatmen. Und aus. Und mit der nächsten Einatmen wirst du einfach die Arme ganz lang zum Himmel drücken. Also du den Himmel nach oben drücken möchtest. Oh, aus und entspann die Arme. Wieder mal atmen ein und aus. Druck, 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 druck. Ah. Und ein drittes Mal. Jetzt kreuz die Finger lang, streck dich nach oben, ganz, 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 ganz lang. Ah. Und aus. Super, unsere erste Übung ist schon fertig. Wir gehen zu der nächsten. Wir drücken wieder mal nach oben. Wir strecken jetzt die Seite des Körpers ganz lang, ganz lang, ganz lang. Pass auf, dass du hier nicht verkürzt, dass du einfach nach oben gehst, nach oben. So spürst du die Länge, die Seite des Körpers ganz, 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 ganz lang. Oh, kommst du zurück. Ich möchte dich erinnern, dass dieses Training ist gedacht, um in ein paar Minuten den Körper wieder mal in Ordnung zu bringen und ihn zu spüren. Wir gehen jetzt auf die andere Seite ganz, ganz, ganz lang. Ah. Und kannst du jeden Moment des Tages machen. Kannst du früh, wenn du aufstehst oder in der Mitte die Arbeit, damit du zurück zu deinem Körper kommst. Und zurück. Und jetzt gehen wir auf die Seite, beugt deine Knie und streckt. So haben wir jetzt eine Drehung in den Körper. Eine Hand zieht nach hinten und die andere nach oben. Eine Hand zieht nach vorne und die andere nach hinten. Zurück und jetzt gehen wir auf die andere Seite, beugt die Knie. Geht mit den Armen nach vorne und die andere zieht nach hinten. Lang, 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 lang. Ah, ganz, ganz, ganz lang. Und zurück. Und jetzt gehen wir zu die allerletzte. Lass deinen Kopf fallen, beug deinen Knie und lass den Oberkörper fallen. Fallen, fallen, fallen. Hier ist sehr wichtig, dass dein Kopf wirklich hängt. Und du kannst hier ändern, indem du auf dein Knie dich hältst. Lass den Kopf wirklich fallen. Atme ein paar Mal, spür die Länge der Wirbelsäule. Geht so tief du möchtest. Du kannst ohne, es ist keine Leistungsübung. Es ist nur eine Dehnung der Wirbelsäule. Oh. Und langsam zurück. Langsam, langsam zurück. Du kannst hier die Übung wiederholen, das dir am besten passt und wo du spürst, okay, dein Körper möchte heute das und braucht Raum hier. Und zum Ende aktivieren wir unsere Hände und wir werden mit einer Hand in die tiefen Teil der Wirbelsäule und die andere oben und atmen und dann Raum zwischen die Steißbeinen und Nacken spüren. Visualisieren, atmen, sieht die Linie zwischen einer Hand und die andere, die Wirbelsäule, als eine Perlenkette, habe ich gehört. Das ist ein wunderschönes Gefühl, ist eine Perlenkette. Gut, wir enden dann mit Einatmen. Ah!
Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, voll von innerem und äußerem Raum. Bis nächstes Mal.